Und diese Rituale sind ja nicht nur jetzt religiös oder spirituell zu sehen. Die Menschen, die eben keiner spirituellen Religion anhängen, sondern eben profanen Religionen wie Kapitalismus oder Kommunismus, haben ja auch ihre Rituale. Die einen ist der Fernsehapparat, ne? Also viele können ja gar nicht mehr schlafen ohne Fernsehapparat, das ist ein Schlaf- oder Einschlafritual. Handy, ne? Ist ja auch ein Ritual zur Zerstreuung. Menschen, die sich nicht konzentrieren können oder wollen, suchen einen falschen, treten eine falsche Flucht an in die Zerstreuung, ne? Also von sich weg. Das eine Ritual ist die Meditation, eigentlich Unitation, weil wir ja kein Medium brauchen. Also wir haben da keine Geister oder visualisierte Buddha-Figuren oder irgendwas dergleichen, ja, oder irgendeine eine Ikone, die wir anbeten, kann man schon machen auch, ja, als Übergangsobjekt, ne, so praktisch, als Medium, ist aber nicht notwendig, vorzugsweise Unitation. Das heißt, dass wir als einzelnes Wesen uns eben erkennen in der Konnektion mit der Welt und in dieser Konnektion unsere Seele spüren. Die Seele ist ja die Verbindung mit der Welt, mit den Dingen, mit allem Möglichen, und da in der Unitation nehmen wir die reinste Form dieser Konnektion, dieses seelischen Zustandes an, indem wir aus dem Denken heraustreten. Das Denken ist nützlich, aber braucht auch immer wieder mal ein Reset, eine Konsolidierung, sonst leben wir im Rationalismus, und diese Unitation ist eben auch eine empirische Übung, das heißt das So-Sein, das für sich sein, erleben, und da hilft das Mantra, das Wiederholen, das Wiederholen, das Wiederholen einer Strophe, sprechend, singend, jauchzend, wie man möchte, oder nur im Geiste, besser ein bisschen laut, damit auch die Schallwellen das Universum besser erreichen und den lebendigen Geist auch eventuell einladen zur Inspiration oder Erleuchtung. Und ja, ich mache das ganz gern als Gehmeditation, und ich bin da sehr integral, das heißt, hier in Costa Rica habe ich auf Spanisch meine Version meines Vaterunsers, auf Deutsch heißt es Vaterunser, der du bist, nicht nur im Himmel, geheiligt werden deine Namen, dein Reich komme, dein freier Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Den Rest erspare ich mir, das sind dann eigentlich nur noch Imperative, ja. Gib mir, verzeih mir, das ist also ich werde jetzt dem lebendigen, göttlichen Universum da jetzt nicht irgendwas befehlen im Imperativ, das geht mir nicht über die Lippe. Mich wundert es, dass da 1 Milliarde Christen und wahrscheinlich 100 Milliarden Christen im ganzen Zeitenverlauf da noch keinen Widerstand gespürt haben. Ne? Also Gott zu befehlen, ne? Gib mir das, verzeih mir das, gib den anderen, da. Ja, also das ist, spreizt sich da bei mir ganz einfach. Und ja, auf Spanisch, weil ich da eben hier in einem spanisch sprechenden Land bin, unter Christen, bin jetzt kein Christ, aber Jesus ist ein autorisierter Zugang. Ja, auch als Revolutionär, viel mehr als Revolutionär, ne, wie man im Islam kennt. Bin ich in einem arabischen Land, dann sage ich Allah. Allah, Allah, Allah. Ja. Und Allah ist ja kein Name, heißt einfach nur Gott. Und ja, meine Gehmeditation auch im Sitzen, ja, wie die Zen-Buddhisten vielleicht im Zazen, nur ich sitze halt nicht so gerne. Ich bin ein sehr lebendiger Geist. Und ja, also auch am Rücken geht es dann schon ein bisschen, ja. Ja, das sind die Ramon-Chinas, ja, schaut sich das an. Das
also das Mantra, dieses Wiederholende wie eine Schallplatte. Ja? Und da konzentriert man sich auf die wenigen Worte, ja? Vater unser, der du bist, nicht nur im Himmel. Und dann lässt das Denken nach. Wenn man will, dass, wenn man immer noch Gedanken hat, dann konzentriert man sich auf die Gedanken, während man spricht, dann sind die sofort weg. Ja, der Gedanke will ja gehört werden, aufmerksam zuhören, weg ist er. Dann haben wir die Pilgerschaft. Erstens an die groischen Pilgerstätten, wie hier in Santa Cruz, wie in Bagonitschak. Da kann ich euch hier eine Karte einblenden. Ja. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, ja, mantrierend, also das Mantra sprechend. Die Meditation des Dankens. Die finden wir nur in den Büchern des Lebens und bei uns, Trojanern und Trojanerinnen. Und im Zuge der Meditation des Dankens bedanken wir uns grundsätzlich für alles. Ja, ob es jetzt positiv erscheint oder negativ erscheint, für alles. Um dann zu fragen, was unseren Dank denn gerechtfertigt. Und über diese Frage erkenne ich dann den Sinn des Ganzen. Ja. Im philosophischen Konzept, dass wir in der besten der möglichen Welten leben. Ja. Nicht da überhaupt, sondern aktuell. Ja. Also in der Zukunft wird es besser sein, vielleicht auch in der nahen nicht. Ja. Aber insgesamt ja. Und dahingehend vertrauen, dass diese Welt kein Abweg ist, sondern eben ein göttlicher, ein gewollter Weg. Und auch unser Dasein einen Sinn hat und ein gewollter Weg ist, vertrauen wir darin und lernen von allem. Das scheinbar Negative wird dann positiv. Nämlich konstruktiv. Ja, positiv ist konstruktiv, negativ ist zerstörerisch, ohne Sinn. Es gibt auch, konstruktive Zerstörung selbstverständlich. Also das ist die Meditation des Dankens. Kommt rein in ein Baguette mit Butter, ein bisschen Zwiebel und Tomate und das ist schon das heutige Mittagessen. Und weil wir gerade beim Essen sind, ein Dankesgebet. Ja. Also ich handhabe es ja so, dass ich ja, wenn ich koche, nicht einmal koste. Ja. Weil ja Gottes Mund als erstes das Essen probieren soll. Und koche sehr bewusst. Und wenn es geht, ohne Fleisch. Weil wenn Fleisch drinnen ist, dann opfere ich es nicht an meinem Tisch oder Altar. Das heißt, idealerweise an Festtagen ganz besonders nehme ich von dem Essen, zum Beispiel aus dem Topf, und gebe auf einen eigenen Teller. Ich habe ein eigenes Geschirr für den Altar und da stelle ich es ein bisschen hin, mache ein Gebet, oft einfach nur das Mantra, Stirn am Boden und warte. Also nicht gleich aufs Essen stürzen, sondern warte etwas, bis der göttliche Mund davon genommen hat, symbolisch gesehen. Und dann erst nehme ich das Essen. Ich serviere es auch nicht heiß. Ja. Also heiß serviere ich das Essen auch nicht, ja, im Alltag. Und der Genuss, der dem Ganzen einhergeht, ist dann auch um vieles größer. Ja. Und wenn ich unterwegs bin, sage ich halt, Shri Shiva, Shri Shiva, Shri Shiva, halt zum Beispiel das Eis an die Stirn dreimal oder Allah, 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 je nachdem halt wo ich bin. Und das ist die allerkürzeste Form. Da ist wieder eine Konnektierung. Also das Essen, immer beim Essen findet eine Konnektierung statt. Die Seele, meine Seele wirft mehr oder weniger Strahlen zum Universum und kann ich dann auch im Zeitpunkt des Todes leichter erfasst werden. Mir zum Beispiel ist wichtig, das habe ich in Indien gelernt, das ist die Philosophie des falschen Egos. Das heißt, man erwartet irgendwas. Ich habe jetzt die Erwartung, dass ich zur Katja gehe und in unserem Yoga-Studio
das Brot aufschneide, sie hat nämlich schon Brot gekauft und da lege ich dann die Avocado hinein und esse. Aber was ist, wenn Katja nicht da ist? Ja? Dann bin ich enttäuscht und sage, wo ist Katja? Wo ist Katja? Na? Warum ist sie nicht da? Wann kommt sie? Ja? Und der Hunger kommt in dem Moment. Bin ich unzufrieden. Ja? Oder ich setze mich ins Auto und sage, ja, ich muss jetzt da zur Post fahren und es ist ein Verkehrsstau. Da bin ich angestresst. Ja? Die Zeit wird nicht eingehalten, Stress kommt auf. Ja? Das ist das falsche Ego. Das falsche Ego sagt, ich bin in 5 Minuten ja, im Yoga-Studio und esse die Avocado. Das ist die Erwartung. Meistens ist es gar nicht so, ne? Wenn wir ehrlich sind. Oder in vielen Fällen ist es nicht so. Und das schmeißt uns raus natürlich, aus unserer Haltung. Und da wird die Eleganz als Schlüssel, als Ritual beschrieben. Und ich bin ja auch nicht immer elegant. Ich bin ja oft da sitzen sie. Da sitzen sie. Und fressen irgendeinen Kadaver. Ja. Trotzdem sind sie elegant. Also die ganze Welt hat eine gewisse Eleganz. Ja, schaut euch die mal an. Das sind die Geier. Ja. Die haben da irgendein Aas gefunden. Und schaut euch das Büchel an. Es ist wirklich erstaunlich. Es ist wirklich inspiriert. Und es ist wirklich erstaunlich. Es ist in 1-2 Tagen zu lesen. Jetzt da bei den Vögeln vorbei, vielleicht kann ich sie euch dann noch zeigen, wie sie da stehen in der Macke und wirklich einen, trotzdem bewegen sie sich auch elegant. Die ganze Welt, auch der Trab eines Pferdes ist elegant. Ja. Es ist, auch die Menschen haben ja, den Drang nach einer Eleganz. Hier nennt man es die Essenz von Pura Vida, ja. Dass man aufrecht geht, dass man sich dementsprechend kleidet, dass man sich investiert, dass man auf seine Bewegungen achtet, möglichst elegant, sich keinen Zwang antut. Ja, das ist ein Ritual. Ja. Und da, in dieser Haltung, ja, transzendiert man ja, auch wieder seine Seele. Bevor ich die Avocado verkoste, noch etwas im großen Rahmen zu den Ritualen. Mönchisch. Ja, praktiziert man diese Rituale ja täglich. Also, aber ich bin ja nicht nur Heretiker, ich bin ja auch lebensfroher Mensch und vor allem auch revolutionär. Und deshalb vollziehe ich diese Rituale nur zeitweise regelmäßig. Und praktiziert das ähnlich wie Wald Güner aus dem Roman Wald der Messenger. Der zieht sich alle heiligen Zeiten auf das Gut seines Onkels am Groß-Rußbach zurück, um dort eben zu ritualisieren, mantrieren, ja, und dann wieder inspiriert und konnektiert mit dem Universum ins Leben hinauszutreten. Weil irgendwann einmal hat man eine Phase, das kommt regelmäßig, wo man vom weltlichen Leben genug hat. Und ich streue diese kleinen Sachen schon ein. Ja? Also das heißt, den Altar bediene ich, wenn auch nicht regelmäßig. Und auch mantrieren tue ich so zwischendurch, wenn ich gehe und den Kopf frei haben möchte. Und wenn es nur im Auto sitzen ist, also da findet sich immer wieder Zeit für Meditation. Und so streue ich das ein, aber alle heiligen Zeiten ja, gehe ich wirklich auf einen Retreat. Ja. Also da gibt es dann Ritual Hardcore. Jetzt freue ich mich schon auf die Avocado. Und ich weiß, ich sage mir, ja, ich freue mich drauf, aber wenn Katja nicht da ist, werde ich mich nicht ärgern. Denn ich lebe nicht im falschen Ego.